Und damit herzlich willkommen zurück zu Dawn of War 2 Chaos Rising. Zu der wahrscheinlich letzten Mission? Fragezeichen. Zusammen natürlich mit dem Kevin. Ich gehe mal von der vorletzten aus. Ich kann mir vorstellen, dass noch eine Mission kommt und den Kyras zu töten. Es gibt keine Belohnung, also nein. Der Dämon Ulka hier. Ich hab angeklickt. Manifestiert sich in den Ruinen von Selenon. Dies war einst die größte unserer Ordensbefestigungen. Jetzt besetzt die Black Legion die Ruinen. Eliphas Streitkräfte sind gut verschanzt und bereit, jeden Angriff abzuwehren. Nichtsdestotrotz müssen wir, werden wir, siegen. Wie können wir die Verteidigung der Black Legion durchbrechen? Predator-Panzer der Litanei der Wildheit werden die Verteidigungslinien des Feindes durchbrechen. Ihr Auftrag ist es, wichtige Einrichtungen der Black Legion zu zerstören. Sobald die Predator ihre Ziele eliminiert haben, werden meine Truppen einen Großangriff auf die Ordensfestung starten. Während die Black Legion unseren Sturm abwehrt, können sie direkt in der Festung landen und den Dämon angreifen. Können wir die Aktivitäten der Predatoren koordinieren? Wir können ihren Angriff überwachen, um uns auf unseren Schlag vorzubereiten. Ein Predator wird als Annihilator entsendet, perfekt im Einsatz gegen feindliche Panzer. Der andere wird als Destruktor entsendet, gut im Einsatz gegen schwere Infanterie. Okay. Es gibt nur das Einsatzziel, es gibt keine Belohnung, es gibt sonst nichts. Das wird höchstwahrscheinlich die letzte Mission sein. Schade. Ja. Auf geht's. Geil, endlich Panzer fahren. Jetzt so First Person auf einmal. Oh, das wäre so gut. Mal sehen, wer hat welchen. Stimmt. Der Predator Annihilator und der Predator Destructor sind entsandt und bereit, ich hab den gegen Panzer zu starten. Ich glaube, ich habe den schwarzen. Taktischen Karte angegeben. Möge der Imperator sie zum Sieg führen, Blood Ravens. Haben wir jetzt nur den Panzer? Ich höre. Tatsache. Ja. Ah, ich habe den roten. Nein. Wir haben nur einen Panzer. Doch, ich habe den roten. Nein, du hast den schwarzen. Nein, ich hab den roten. Hä? Der ist bei dir schwarz. Vergeltung an Predator Annihilator. Der hintere, der hier rumfährt, das ist bei mir rot. Der ist bei mir schwarz. Bei mir ist deiner auch schwarz. Alles klar. Und der Panzer ist schwarz-gold. Oh. Wie geil! Warte mal, was rennt da? Oh Gott. Nebelwerfer. Ist das? Volle Kraft voraus. Lenken Sie die Energie auf die Antriebe, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dadurch können Fallen befinden sich vor Ihnen. Ihre Laserkanonen und Raketenwerfer sind eine ernste Bedrohung. Benutzen Sie Ihre Maschinen, Schnellfeuer, bevor die ernsten Schaden anrichten können. Ich habe kein Schnellfeuer, das bist du. Ich repariere mich mal. Hallo, hallo, moin. Moin, moin, moin. Was ist die Reparatur? Okay. Du da vorne, geh ich sterben. Alter. Oh, wie geil, dass man jetzt Panzer fahren darf. Es ist vor allem in der letzten Mission, weißt du, so unnötig. Schau, ist trotzdem cool. Guck mal hier, blub. Blendgranaten. Hallo, das sind nur Blendgranaten! Was passiert? Ich hab einen Nebelwerfer eingenutzt. Ja, Nebelwerfer. Alter. Das ist schon echt cool. Ja. Es wäre schön, wenn du nicht rückwärts fahren würdest, danke. Rückwärts fahren ist echt ne. So, hier bitte. Ich werfe Nebel. Feuer auf den da. Busch. Oh oh. Scheiße. Der Feind hat den Predator Destructor ausgeschaltet. Wir entsenden einen Tech Marine, um die Reparatur einzuleiten.
Er kommt in einem Razorback-Truppentransporter. Ja, das ist jetzt deiner. Er muss das beschädigte Fahrzeug erreichen und die Reparaturriten einleiten. Eigentlich den hier nutzen? Der hat einen Raketenwerfer drauf. Ja, scheiße. Ich war gerade am Reparieren. Aber cool, jetzt sehen wir das Ding hier auch noch. Ich bin auch, glaube ich. Kann das Ding kämpfen? Oh ja, das war ein Maschinengewehr. Ja, hilf mir mal. Fahr nicht zu weit rein, hallo? Sorry. Jetzt reparier mal. Bin dabei. Achso, ich muss P drücken. Danke. Also die Panzer sind auch ein bisschen seltsam zu lenken. Muss man sagen. Ja. Ja, das volle Kanadeben, du Arsch. Geht doch. Wieso kriegen wir jetzt so eine Terminator-Rüstung? Voll sinnlos. So, bitteschön, Pan. Nebeldinger da. Vor allem, du hast jetzt einfach drei Sachen zu lenken, ich nur eine. Das Beste ist, ich kann meinen Panzer gerade nicht ignorieren. Warum? Die Fähigkeit ist ausgegraut. Oh. Weil ich noch deinen repariere. Du musst, kannst du mal stehen bleiben und zurückkommen? Ich muss dich hier erst fertig reparieren, witzigerweise. The fuck? Ja, bin da. Hallo, machst du mal? Ich glaube, Mission kann man auch nicht so neu starten, ne? Nee. Bis ich einen neuen Tech-Marine einsetzen kann. Wird ein bisschen dauern. Ja, gut, dann. Ich kann mich nicht mal zurückzählen mit dem Tech-Marine. Ja, gut, ja. Der Schuss. Ich kann keinen Rückzug einleiten, witzigerweise. Da müssen wir jetzt so durch. Schaffen wir schon. Durch kein Fell. Umgestoßen beschädigt werden, okay. Jo, einfach mal durchfahren, hui. Yeah. Kommst du mit dem Razorback wenigstens hoch oder so? Ja, kann ich machen. Ach warte, vielleicht sollte ich mich da hinstellen, wo ich vorher stand, weil da das... Da leuchtet ein grüner Ding, ja. Ich fahr rückwärts. oder jetzt vorwärts. Wie das aussah! What the fuck? Würde ja sagen, we may have a problem. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir alter Stand. Diesmal sollten wir nicht kaputt gehen. Ja, ich fahr dann direkt nicht direkt. Hallo, kannst du aufhören, mich zu rammen? Danke. Nö. So, bitteschön, ein paar Granätchen, Nebelwerfer für euch. Und. Solche Marines geht ich immer sterben. Bitte, danke. Ich schieß da derweil durch die Wand. Achso, ja. Tatsächlich. So, diesmal sind wir nicht gestorben bisher. So, die Gebäude da vorne. Hallo, was? Alter. Wieso hast du jetzt einen Treffer nach Heckpanzer bekommen, hä? Durch was? Das ist Nebel, was wirft Webel, Nebel? Kannst du bitte nicht mitdrücken zum Gegnerstern? Danke. Auch mal kurz reparieren für mich. Oh. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Schnell feuern. Wusch.
Dass unsere Panzer einfach so 50.000 mal besser sind als der, das ist schon ein bisschen seltsam. Deren haben wir deutlich mehr AP. Ja, dafür haben wir eine extrem Ja, das stimmt. Aber dafür haben wir eine extrem viel höhere Panzerung. Gefühlt, ja. Nee, nicht nur gefühlt. Ist ja wirklich so. Die machen uns einen Schaden mit Maschinengewehr, machen den 20 bis 30 Maschinengewehrschaden. Schon. Dezenter Unterschied. Meine dezent. Heilung ist erst auf 50%. Die Heilung dort lange. Kannst du auch Restle gedrückt halten, dann kannst du ja sagen, wie du ausgerichtet sein willst. Ja, aber das erzwert jedes Mal. Jo. So, hallo Panzer. Das sind ein paar. Bitte nicht sterben, danke. So. Oh, die sehen echt 50.000 mal besser aus als unsere. Was ein bisschen schade ist. Aber naja. Aber das ist immer so, wenn Böses oder Chaos oder sieht meistens immer viel besser aus als das Gute. Oh Gott. Na? Komm wieder zurück. Hallo, fahr mal zurück. Panzer. Ich hab meine Reparatur wieder, danke. Schnell, wie ich rückwärts fahre. Was? Oh Gott, ich seh nichts mehr. Auch nicht. Weil wir beide in der Reparatur sind. Ah, okay. Ich hab auch einen Teil eingesehen. Aber jetzt nicht gedacht, dass es seitdem die Sicht so zurückmacht. So, stirb, Panzer, danke. So, Fahrzeugabwehr ist kaputt. Da oben. Okay, du machst den oberen, ich mach den unten. Ja. Du hast so eine Plasmakanone, ne? Ja, Zwillings. Zwillingslaserkanone. Seitdem gegen Fahrzeuge und so. Und du bist ja gegen Infanterie. Ja. Gefühlt ist meine Infanterie gut. Gegen Fahrzeuge gut. Bisschen, oder? So, was ist noch das da? So. Schön. Oh, es ist da ist irgendwas unterdrückt, ich weiß nicht was. So, ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Du hast eine Fähigkeit. Ja. Konzentrierter Schuss. Angriff starten. Was macht die? Erhöht den nächsten Schadensausstoß extrem, aber ultra lange so. Cooldown. Vorwärts! Heute stellen wir die Ehre des Ordens wieder her. Ich hoffe, die laufen alle separat und wir bleiben in den Panzern. Mhm. Ja! Ja! Kamera. Kommandant, wir sollten ausschwärmen, um Captain Angelos zu unterstützen. Nevermind! Verteidiger der Blood Ravens eliminieren, können wir eine Wende. Wir haben noch ein Cyborg. Blood Ravens! Lord Eliphas hatte recht! Die Loyalisten versuchen uns über die Flanke anzugreifen! Ich weiß, wer sich freuen würde, wenn er das Video sieht. Wer denn? Wer der unter den Videos kommentiert. AMXHV. W oder WV, weiß ich nicht von beiden. Frag mich nicht, was das für ein seltsamer Name ist, aber es ist ein. Sag mal so. Was ist das? Noch mehr Blood Ravens. Ihr solltet mich besuchen. Jojo. Ich hab auch ein Geschenk für dich. Es nennt sich orbitales Bombardement. Der Dämon ist bereits hier. Wir sind zu spät. Nein.
Der Dämon hat sich manifestiert, ist aber noch nicht frei. Er kann die Festung noch nicht verlassen. Nein, warum haben wir die Panzer nicht mehr? Schwuren, Alter. Ich vermisse den Panzer. No. Alter, was kommt denn da von hinten an? Was kommen wir denn noch im Schlepptau? Holy shit. Naja, jede Menge Unterstützung die ganze Zeit. Ja. Es wäre so witzig, wenn die Mission dafür gemacht ist, zu scheitern. Der Dämon ernährt sich von den Leben unserer Brüder. Ja, wo ist der denn? Der hat eine Lebensanzeige, aber... Ganz oben in der Mitte. Wie kommen wir da rein? Uns durchkämpfen. Ja, aber da sind jede Wege zu. Auf der Map ist kein offener Weg. Baut mit der Zeit. Ach, da ist ein Schild nur im Weg. Dort. So, Emma. Immer ein Dankeschön. Warum haben wir nur zwei Panzer? Also, warum nicht acht? Oder 80? Das wäre zu viel für das Feld. Was? Naja. Fünf von jedem. Ich will fünf Panzer steuern. Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage ist. Vorsicht, wir dürfen nur 75 Verluste haben, ne? Ja. Für Reinheitsbonus. Ja. Gut. Ja, wir sind eh. Ja. Wir haben das gute Ending. Ja, stimmt. Wir haben das beste Ending, das man haben kann. True Pure Ending? Das Pure Private. Pure Purity oder keine Ahnung, wie das hieß. Irgendwas mit Purity. Alter, wie viel Cyborgs hier sind. Kannst du nicht mal da durchrattern mit deinem Cybot? Wo, Alter, was macht der denn da? Alter. Ich glaube, du hast ein Problem, wo mein Cybot steht. Ja. Stimmt, aber ich habe den Melter theoretisch dabei. Ne? Ja. Ja, 18 von 75, immerhin. Nicht ganz so viel verloren. Tule muss natürlich aus dem Rum. So, Terminator Sturmtruppe. Ich hatte was? Hier ist Thaddeus, aber nein. Das ist kein Thaddeus. Wäre cool, wenn jetzt auch mit alle mit dabei wären. Aber, naja. Verbündete Infanterie vernichtet. Ja, vernichtet. Ich bewundere eure Ausdauer, Blood Ravens. Trotz des Verrats durch euren Bruder Martellus kämpft ihr weiter. Solche Entschlossenheit könnte viel erreichen, wenn sie von den Mächten der dunklen Götter gestützt würde. Eure störrische Natur wird nur eure Zerstörung sichern. Naja. Sekundäres Ziel. Ja, dann nimmst du mit Avitus das ein? Ja, wenn ich Avitus finde. Der ist links. Ach, da ist er. Oh, mit Aragast hat die wahre Größe dieses Plans nie verstanden. Aber ihr habt euren Part sehr gut gespielt. Oh, Leute, hier oben ist Eliphas. Ja, deswegen ja. Schade. Ich dürfte ihn noch machen können, aber was? Dauert halt. Ah, du kommst schon. Ja. Okay, dann rück ich weiter mit Thule vorne. Ja, mach das. Dass nicht so viele Verluste ist, auch obwohl da zwei Panzer dabei stehen und ein Cyborg dabei. Sicher, sicher.
Der erhält eine Menge aus, der Ilifas, der Erbe. Und der andere Cyborg von uns geht gerade in den Arsch. Ja, und sicher noch Unterstützung dann. Sofort. Oh, oh. Ein bisschen. Vielleicht. Keine Ahnung. Ne, da geht er kaputt. Warte mal, kann ich die alle wieder aufsetzen? Hm, aufsetzen? Wieder reparieren, aber leider geht's nicht. Ich hab's zwar aktiviert von Thule, aber... Nee, ich glaub, nee, die kannst du nicht. Ich frag mich ja, wo die lang gehen. Da haben wir einen Toten hier oben. Nee, der dauert noch. Der hat ein Viertel. Wir müssen erstmal diese Dinger zerstören. Die schreien. Die heilen die ganze Zeit. Was machst du mit Abitus? Dankeschön. War auch mit Tudor doch noch dazu, wenn ich ihn durchkäme. Hört sich an wie ein kleines Kind, wenn der da ganz rumschreit. Wie der Carspray, der sich anguckt da unten. Wollt's mit Thule nicht zurückkommen? Also zu uns? Er ist noch dabei, aber der kann gerade nicht. Der macht gerade gar nichts. Ich hab ihn eigentlich hier hochgeordert. Ja, dann mach doch mal mach Rückzug. Weil, ist doch schneller. Ja. Ja. Ey, Angelos, wie du stirbst. Hälfte seines Lebens hat er down. Wo ziehen die sich zurück? Das frage ich mich jetzt auch gerade. What the fuck? Oh, wie tot. Warum da unten hin? Wir müssen sie unterstützen. Keine Ahnung. Ah, passiert wohl mein wahrscheinlich jetzt gleich auch. Nee. Die ziehen sich besser zurück. Ah, der Destructor Panzer kann seinen Schnellfeuer aktivieren. Oh. Fiel die einmal aushalten nochmal. Jetzt sehen wir halt echt da unten nur noch die zwei Panzer, ne? Was? Ernsthaft? Wow. Ja, und Angelus. Ah, jo. Aber Angelus ist fast down. Angriffen, bla 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 bla. Ich komm zu uns. Ja, komm. Ach so, da kommen neue. Ja, Verstärkung kommt. Ja, da oben hat immer noch seinen Spaß. So, und jetzt musst du deine Dingsbums einsetzen. Mache ich, ich versuche ich gerade. Das geht ja jetzt einfach nur auf ihn, ne? Ja. Das tut schon hart weh. Gut gekämpft, Blood Ravens. Bitte, bitte. Aber wie viel stärker ist Ulcaria geworden, während ihr mich bekämpft habt? Ein bisschen. Der Sieg ist noch immer mein Bruder. Was erweist sich einmal mehr als Enttäuschung? Seine Weigerung.
Verlangen zu sterben ist eine Beleidigung für großartige Nagel. Achtung. Doch, nach dahin. Gut genug, um letztendlich meine Fesseln zu zerstören. Das ist schon so krass, dass es einfach nur auf Energiekosten sind. Ah, das ist ein extremes Upgrade. Oh, guck mal. Wir könnten den Predator-Panzer heilen. Wieder aufrichten. Das so. Alles klar. Ah, gut. Die kommen da unten. Die kommen da echt gut klar. Ja. Geh's mit Tude bitte nach rechts und nicht nach oben. Danke. Der war gerade am Rüberringen. Die hat mich dir auch Spaß. So. Ich weiß noch nicht, warum wir hier ausgerechnet kämpfen, aber. Hallo. Der Hiski. Wollen wir Rose kaufen? Was soll Rose kaufen? Kann das sein? Ich denke sich immer, ha, heute kommt. Keine Ahnung, irgendwas denken. Na? Hm. Wer weiß, was die mit der Rose wollen. Achtung. Ja, Achtung, wenn ich die ganze Zeit drin stehe. Danke. Ja, wenigstens konnte ich mich noch teleportieren. Ich glaube, ich bin einmal gestorben. Und sofort wieder instant wiederbelebt worden. Oh, das Ding da oben holen. Hier entlang, Brüder. Feuer, Brüder. Ich hatte die haben es da unten nicht geschafft. Aber die reparieren den scheiß Panzer nicht. Pff. Ich hab's nicht anders erwartet. Dann Leute sterben. Die spawnen die ganze Zeit. Oh. So, dann auf zu Ulkair. Ja, Moment, ich brauche auf Avitus noch ein paar Leute. So. Unser Verbündeter verliert Streitkräfte durch feindlichen Beschuss. So. Bei Fuß Ulkair. Warum bist du da mittendrin und ich noch 5 Kilometer, okay, hab ich das. Der hat 1 Million theoretisch, wenn man zu lange braucht. Der hat eine Menge, ja. Schneller Flammenwerfer, alles klar. Ripp, Bruder. Na, Tule war die ganze Zeit im Reparationsmodus, deswegen ja. Konnte ich nicht zurück. Ah, ich hab's gesehen. Ja, ja. Alter, was ist jetzt mit Tule? Der ging gerade ab. Ah, ich glaube, das sollte mal raus. Scheiße. So, Rückzug. Ja, schlag nochmal zu, Avitus, bevor du zurückziehst. Jeder hat mit seinen Gedärmen nach uns geschlagen. Ja. Der regeneriert Leben, aber sehr langsam. Ja, Einsatz. Ah ja. Nein, du brauchst noch 2. Oh Gott, die da unten kommen zu uns. Ja, so cool. Alter, das ist doch rot, heilige Scheiße. Sieht aber schon cool aus.
Ja, überall ist rot. Blutregen. Die einfach dieses. Kannst du deine Fähigkeit da einsetzen, dahin, da wo die gerade stehen? Die bewegen sich null. Ja, kann ich. Also ich hab's schon mal drauf gecastet auf der Position. Passiert aber gerade nichts. Wohin? Jetzt, genau. Hier so schön stehen und sich nicht bewegen. Speerspitze bilden und vorrücken. Boah. Lass mal die Cyborgs weg. Verbündete Infanterie vernichtet. Ja, ich glaube, das Ziel schaffen wir nicht. Das ist. Reden Sie über ein feindliches Fahrzeug. Feuer eröffnen. So. Ich kümmere mich um den Cyborg. Du kümmerst dich um den. Es ist immer so, wenn man genau dann, wenn man die Fähigkeit einsetzt, bewegen sich weiter und dann. Ja. Oh, das selbst so kann ihn das. Schutzgebet kann ihn auch stunnen. Das, wow. Das als Boss. Schon krass. Das ist ein Mongo vor dem Herrn. So. Hey. Okay. Zieh dich mal zurück. Wow. Alter, macht der Schaden an Tulo. Ja. Ah ja. Ich werde wieder kämpfen. Hast du alt Dingsbums da? Ich hab mich gerade erstmal in die Reparatur gesetzt. Vielleicht nicht ganz so schlau. Nope. Tja, da musst du jetzt irgendwas machen. Ja. Es wäre schön, wenn hier irgendwo Heildinger wären. Ist es. Jetzt hat man davon ultra starke Probleme. Ich habe kein einziges Midi-Pack mehr. Ist da unten vielleicht eins drin? Lootboxen. Ja, immerhin. Yay. Müsstest nur Tarkus wiederbeleben können. Der macht da noch keine Ahnung, was er da gerade macht. Bullshit. Scheiße. Wow. Falsche Taste gefunden. Oh, okay. LOL! Ja, der zieht. Nee, hau ab. Nö. Hey, das erste Mal haben wir verloren. Cool. Soll dieser finstere Tag Shit. Vergeltung anfachen. Sehen wir mal, was passiert. Ja, man kriegt die Sachen, die wir gefunden haben, immerhin. Wow. Wow. Okay. Ey, cool, wir sind Engel des Todes trotzdem geworden. Ich glaube, wir haben mehr gekillt, als wir verloren haben. Okay, Meister schon kommen. Alter, die Mission ist schon hart. Oh ja. Ach, jetzt muss man das Ganze noch mal von vorn. Plus 13 Nahkampffähigkeiten. Ne, das wird dann das. Tarkus. Definitiv ja. Immerhin. Shit. Lass mal wegen der Ausrüstung gucken, ob wir da vielleicht Besseres mitnehmen können. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Ulka hier dann wieder, ne? Was ist gerade? Okay, dann haben wir uns gerade. Ich hab den rechten Weg nicht gesehen. Jetzt ich zeige einfach mal den rechten Weg jetzt auch. Wir haben mal zuerst den linken Weg gemacht jetzt. Warum nicht?
Vielleicht kommen dann auch unsere Truppen besser mit. Natürlich sein, ja. Benutzen Sie Ihre Laserkanone, um sie zu vernichten. Ich habe erst Rüstung der Eroberung gelesen. Die Rüstung. Ja. Alles klar. Predator Destructor, Chaos Havocs befinden sich vor Ihnen. Ihre Laserkanonen und Raketenwerfer sind eine ernste Bedrohung. Benutzen Sie Ihre Maschinenkanone, bevor die ernsten Schaden anrichten können. Ja, ja, mach das mal. Piu, 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 piu. Vor allem, das ist auch richtig, sieht doch richtig cool aus, wie da so eine, diese Schmutzdruckwelle von dir dann weggeht. Ja, also die Panzer sind echt gut gesagt. Was ist bei mir natürlich nicht so passiert, das ist irgendwie auch logisch. Ja, natürlich will ich rückwärts fahren. Alles klar, Spiel. Was? Alter. So, viel Spaß damit. Hui. Hui. Schade, Drive-By ist nicht erlaubt. Nee, überfahren gibt's nicht. Hat auch irgendwie. Du rammst sie nur ein bisschen mit Schaden dann, ja. Ich weiß nicht, Vorsicht, warum. Du wirst. Oh ja. So, dreimal. Dann einmal reparieren, bitte. Und. Sehr schön. Die verstecken sich auch echt doof. Hallo, greife ich. Okay. Deine Reparatur greift man anscheinend überhaupt nicht an. Du siehst halt eigentlich nichts. Ah, stimmt doch wieder. Uff, okay. Da geht's nicht weiter. Ich dachte aber auch erst, da geht's weiter. Ja. Jetzt beweg dich doch erstmal einmal richtig rum. Danke. Da geht's hier tief runter. Hallo. Ich sehe nicht mal die Gegner. Ich auch nicht. Aber du schießt halt drauf. Oh. Ich hab halt eben Nebelwaffe benutzt. Da schießen anscheinend die Maschinengewehre auch dahin. Hm. Hab ich auch noch nicht gewusst. Kannst dich um die rechts da kümmern? Ja. Na, guck mal, von dort nach da ist ja wohl leichter als von dort nach da. Auch irgendwie wahr. Irgendwie, aber nur irgendwie. Wir müssen von dort, ja, ja, müssen sie nach da und kommen da hin. Da müssten sie nach da, nach dort, nach unten nochmal. Es sind auch wesentlich weniger Gegner. Gefühlt, ja. Nicht nur gefühlt. Da links waren ja 50.000 Panzer auf einer Stelle. Stimmt. Und hier sind, ja, meinst überhaupt nichts. The fuck. Wir fahren noch weiter rein. In Ordnung. Ja, ich mach mal kurz Reparaturen. Was? Foodies. An sich wäre es sogar eigentlich gut, jetzt den Panzer nochmal zu verschrotten, mit der Techmarine auch noch dabei ist. Dass der direkt, falls ein Panzer wieder fällt, der den reparieren kann. Ja. Naja. Alter. Ziel in Sicht. Ausgezeichnet. Zerstören Sie alle feindlichen Befestigungen. Okay, wie zerstören mal. Oder so, versuchen's. Hier, bitteschön. Hui, hui, hui. Schade, dass es keinen Schaden macht, obwohl das so krass aussieht. Ja. Ziel zerstört.
Gut gemacht. Nicht schnell. Stoßtrupp Wildheit, Angriff starten. Ist ja voll wild. Vorwärts! Heute stellen wir die Ehre des Ordens wieder her. Die Ehre. Bitten wir jetzt zu farmen. Ich denke mal, jetzt wird es nicht großartig anders aussehen bis zu dieser Stelle. So, auf zum Kampf gegen Nörgli. Ulkair. Ich frage mich, wann da so ein blauer Pfeil über ihn drüber ist. Falls man ihn nicht sieht. Missionsziel. So, hau mal mit Thule bitte ab sofort. Danke. Ich meine das wirklich. Abhauen. Ja, ich kann nicht. Du hast was zu spät gesagt. Ich habe meine Animation, meine Fähigkeit schon getan. Nicht aufgeben. Naja. Wird schon schief gehen. Der hat da oben seinen Spaß mit nichts machen. Vorbereitung ist alles. So, hier hast du ein paar Raketchen von mir. Hui. Wie kommt der gerade nicht runter, was mich nicht großartig stört. Jetzt kommt er runter. Oha. Tschüss. Nee. Diesmal nicht. Was? Verbündete Infanterie? Hä? Es wurde keiner vernichtet. Achso, da unten. Ah. Scheiße von dem. So, mir tut immer bitte vorsichtig sein. Ja, ich bin im Reparatur. Ja, es bringt nein, trotzdem nicht, der macht genug Schaden. Oh Mann. Der war auf Avitus gelenkt. Warum greift er denn jetzt Tula an? Weil er doof ist. So, einmal heilen. Reparieren. Nochmal. Was erstmal die den Cyborg-Panzer dort und den dort auch. Ja, hau ab, das ist noch. Zurück zur letzten Position. So. Bodenkontrolle, Schockangriff bereit. Ein Terminator ist gefallen. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Okay. Ich bin froh, dass ich das überlebt habe, obwohl, auch wenn das jetzt sehr seltsam war. Wirklich seltsam. Was ist mit Thule los? Bereit machen, Brüder. Der steht da, seine Reparatur ist noch nicht bei dir. Achso. Ich weiß nicht, ob du ihn komplett zurückschickst, ob der da repariert wird. Oh. Weil die Gesundheitsregeneration, die 25 hat, funktioniert nicht. Reden Sie weiter. So. Zielpriorität bestätigt. Weg mit dem. Exterminiert den Feind. Exterminiert Ulkair. Ah, jetzt weiß ich woran nicht mehr. Ich muss auch mal Ulkihara denken. Die Infanterie wird aufgerieben. Wir müssen sie unterstützen. Bei seinem Namen. Nicht zu nah ran. Ja, Bruder. So, einmal Dingsbums machen, dass er sich nicht bewegt. Ich werde alle Menschen zerfetzen.
Hallo, warum kann ich meine E gerade nicht benutzen? Jetzt. So, einmal heilen. Wieder das. Da kommt jetzt Verstärkung oder was ist die Mitte dort los? Es geht auf Tarkus, das ist in Ordnung. Ein Terminator ist gefallen. Ja, ja. Zack. Mal heilen. Mal durchrennen. Bisschen täuben. Zack. Einmal komplett betäuben. So, jetzt haben wir's. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Fortsetzung. Ja, brauchen wir uns gar nicht angucken. Wow, dann kriegen wir tolle Sachen. Ja. Blood Ravens, der Sieg ist unser! Sie haben die Black Legion aus dem Sektor vertrieben und den üblen Dämon verbannt, der uns verschlingen wollte. Aber eine noch schrecklichere Schlacht steht uns bevor. Unser Orden ist in der Hand eines Verrückten und eines Ketzers. Kyras, der der Größte von uns allen sein sollte, hat seine Seele an die Mächte des Chaos verkauft. Und wir werden als Abtrünnige und Verräter bezeichnet. Meine Brüder, dies kann nicht und darf nicht so stehen bleiben. Kommandant, Sie und Ihre Brüder werden unsere Boten der Reinigung innerhalb unseres Ordens sein. Ihre Taten sind bereits ein glänzendes Beispiel für Ehre und Tapferkeit. Und als es kein anderer schaffte, öffneten Sie die Augen von Captain Diomedes gegenüber der Korruption, die ihn umgab. Bringen Sie die Vergeltung zurück nach Calderis. Diomedes erwartet Sie dort. Sie werden dort die vierte Kompanie übernehmen. Und den Rang eines Captains erhalten, der seit Davian Thule vakant ist. Wenn die Zeit reif ist, Kyras und den Verfall des Ordens anzugreifen, werden wir sie kontaktieren. Wenn dieser Tag kommt, müssen wir alle bereit sein. Möge uns niemand der Schwäche bezichtigen können. Für Orden und Imperator, gemeinsam sind wir stark. Lord Abaddon, es wird kommen, wie ich es versprach. Die Blood Ravens werden fallen. Okay. Ja, das ist... Feind des Chaos, erober das Chaos. Das war ja Achievements. Was geht denn jetzt gerade ab? Sie haben die Black Legion besiegt und den Makel der Korruption gemieden. Dank ihrer Bemühungen hat Captain Diomedes sich der Sache von Gabriel Angelus angeschlossen. Gemeinsam kehren sie drei und jene, die ihnen loyal sind, zurück, um die Blood Raven zu ehren. Engel des Todes, Schwierigkeit Sergeant. Rein in den Augen des Imperators. Sehr schön.
Einwandfrei. Ja. Gut. FPS gerade durch. 500 bis 600 und eben 1800. Kann bei mir nicht passiert. Bei mir sind die gecapped. Komplett durch Nvidia. Oh. Ich hab die komplett auf 60 gecapped. Also, ich brauche sie nicht höher, wozu auch? Einfach als Anzeige. Das ist eine unnötige Belastung. Eine unnötige Belastung. Kann man doch skippen. Kann man? Ja, können wir. Gut, das war dann die Kampagne von Chaos Rising komplett in. Gibt's noch eine Kampagne? Einheit. Retribution. Haben wir genug zu tun? Jeder Menge. Also, wait. Retribution nicht sogar das andere Spiel? Das ist das, was wir jetzt. Das, was bei Discord angezeigt wird. Das, bei Discord wird angezeigt, dass man Dawn of War 2 Retribution spielt. In Steam wird angezeigt, dass man Chaos Rising spielt, aber man spielt eigentlich Dawn of War, also eigentlich nichts. Schon seltsam. Keiner kann sich entscheiden. Aber Retribution ist das eigene. Und nicht über normal Dawn of War gestartet. Richtig. Also mir hat die erste und die zweite Kampagne ultra viel Spaß gemacht, auch zusammen mit dir. Auch wenn teilweise sehr viel Pause dazwischen lag. Aber gut, passiert nun mal. Man hat nicht immer Zeit, es kommen Sachen dazwischen, etc. Ich fand die erste Kampagne sehr. Ich fand schön, dass man so viel Auswahl hatte, aber teilweise auch verteidigen sie die Schreien und so, das war dann ultra nervig. Aber ansonsten die Story und Gameplay top. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Oh ja. Also mir gefällt die zweite besser. Es war halt knackig. Es ging mir zack auf zack. Beim ersten war das ja so, baut sich so auf. Aber beim zweiten war das jetzt, ja, hier Chaos Rising. Hat mir durchgeschlagen. Ausgefallen wäre, wenn wir nicht importiert hätten. Dann hätten wir einige Sachen, also die Terminator-Sachen und so alles nicht gehabt. Nur das war richtig. Ich das Level nicht. Doch, man fängt mit Stufe 20 an. Ach so, ja, okay, dann. Sagen Sie, was man halt dem behält, ist teilweise die Ausrüstung. Ja, okay. Das war es dann auch wieder. Wow. Ja, und die Skillung halt eben. Aber die kann man ja eh zurücksetzen, also von daher ist das irrelevant. Aber okay, das war jetzt Chaos Rising. Ich würde sagen, im nächsten Part fängt dann noch vielleicht Retribution an, bis wir dann wieder eine Aufnahmezeit finden und so alles. Und Retribution wird, es wird, ich zeige es Ihnen gleich und dann kann er sich schon mal ein bisschen vorbereiten und so alles. Und von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der nächsten Kampagne wieder. Bis dann. Cheerio. Ciao.